Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Genauso schön wird wie jedes Jahr. Déjà-vu, das wird es bestimmt. Oh ja, Happy, weißt du noch, wie wir geholfen haben, die Bank zu bauen? Oh ja, du bist gestolpert und hast sie kaputt gemacht. Zweimal sogar. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber ich schätze, du hast recht. Das war ziemlich lustig. Doch nicht so lustig wie der Tag, an dem ich die tollen Geschenkpäckchen verteilt habe. Erinnert ihr euch? Ich schon. Es war so laut, dass ich gar nicht schlafen konnte. Ach, das war die gute alte Zeit. Ich hasse die gute alte Zeit. Und du hast dich kein bisschen verändert. Alles, was ich in der letzten Zeit mache, ist arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und was macht der alte Pinsel? Der gibt mir immer mehr Arbeit. Ja, ich habe immer gedacht, ich bin schlecht, aber der ist geradezu widerlich. Danke für das Kompliment, aber das wird dir auch nicht helfen. Wenn du mit dem Abwasch fertig bist, wirst du meine Zauberbücher abstauben. Und dann den Fußboden wischen. Komm, Azrael, wir gehen auf die Jagd und fangen uns ein paar Schlümpfe zum Abendessen. Warum kann ich kein Lehrling bei einem netten Hexenmeister sein, den ich nach Strich und Faden ausnutzen kann? Moment mal, vielleicht verwandle ich Gargamel einfach in einen netten Zauberer. Aber ich bitte dich, Henry, das ist doch so da. Egal, ich gehe hinter dir an, dass du meinen Schlumpfwagen kaputt gemacht hast. Hört auf zu zanken, Schlümpfe. Wenn ihr irgendwelche Beschwerden über jemanden habt, dann schreibt sie auf und werft den Zettel in diesen Kummerkasten. Wenn dieser hässliche Zank erstmal im Kasten drin und aus ihren Köpfen raus ist, dann werden meine Schlümpfe zu ihrer Schlumpfigkeit wieder zurückkehren. Eine Schande für alle, der schreckliche Tag, die undosiert verzeiht. Und dann erinnere ich mich noch an diese Situation. Ich fürchte, der Kummerkasten hat die Sache nur noch verschlimmert. Alles, was man für meine Formel benötigt, ist eine Handvoll Schwächlingssamen. Ja! Und schließlich und endlich eine Handvoll Feiglingsblütenblätter. Ein Spritzer genügt und Gargi wird zum gemütlichen alten Herrn freundlich. Was hast du getrieben, du nichtsnutziger Zwerg? Ich wollte dich überraschen, Gargi. Weißt du, hier ist ein Geschenk. Ein kleiner Spritzer davon. Und du wirst rücksichtsloser, geschickter und böser, als du je gewesen bist. Gib schon her, du hirnloser Wicht. Ich meine, setz dich doch hin, mein lieber Junge. Lass es mich dir bequem machen. Ist es so recht? Du gehst auf der Stelle in die Stadt und holst mir leckere Törtchen aus der Bäckerei. Oh ja, gerne. Ich bin schon unterwegs, mein Verehrtester. Ich werde dich zu den leckersten Törtchen einladen, mein kleiner Engel. Ich verstehe nicht, wieso wir die ganzen Schlumpfbeeren für unser Schlumpfpicknick pflücken müssen. Weil die anderen Schlümpfe damit beschäftigt sind, aufeinander rumzuhacken. Krächzende Krähen. Wenn es so weitergeht, dann gibt es dies Jahr überhaupt kein Schlumpfpicknick. Und uns gibt es bald auch nicht mehr. Rennt, Freunde, rennt! Rennt, Rebhühner! Wir sitzen in der Falle! Dieses Kätzchen! Wirst du wohl die kleinen Schnuckelschlümpfe in Frieden lassen? Ich denke, wir sollten hier verschwinden. Oh nein, bitte, geht noch nicht weg. Hoppla, tut mir leid, Papi Gargamel. Ach, das geht schon in Ordnung. Mach dir darüber nur keine Gedanken, meine Teure. So was passiert. Lecker, lecker. Es schmeckt ja ausgezeichnet. Oh, entschuldige, Verehrteste. Ich fürchte, ich habe all deine Köstlichkeiten aufgegessen. Ach, was soll's. Wir können doch noch mehr pflücken, Papi Gargamel. Oh nein, nein, das tue ich, wenn du gütigst gestattest. Oh, was ist denn mit Gargamel los? Er ist einfach nur nett. Ich wusste, dass er auch nett sein kann.
Huhu, Rotznase, ich bin wieder zu Hause. Das ging aber hurtig. Und wo sind meine Törtchen, Gagi? Törtchen? Wie, du bleichgesichtige Nervensäge, geh sofort runter von meinem Stuhl. Und mein Name ist Gargamel. Und ich bin schlecht, dank deiner wunderbaren Formel, Jappadappadu. Oh, was ist denn jetzt schon leer? Was stehst du da noch rum? Geh los und besorge Nachschub. Papi Gargamel ist sehr, sehr freundlich gewesen. Was man von den Schlümpfen nicht behaupten kann. Sieh mal doch die Zankäpfel. Hey, ihr kleinen Schlümpfe, bitte, bitte, ich habe euch was Wichtiges mitzuteilen. Ich habe beschlossen, das heutige Picknick unter das Motto zu stellen, das große Vergeben und Vergessen Picknick. Der Kummerkasten wird zerstört und ihr alle könnt Vergangenes vergangen sein lassen. Was haltet ihr davon? Ich hasse Vergangenes, was immer das auch ist. Ach, du großer Schlumpf, ich bin nicht mehr sicher, dass dieses Picknick die Schlümpfe wieder versöhnt. Jetzt weiß ich, wie man die Schlümpfe wieder zusammenbringen kann. Wir werden einen Überraschungsgast mitbringen, Papi Gargamel. Ganz klar, wenn Sie Gargamel all die schrecklichen Sachen vergeben können, die er Ihnen angetan hat, dann können Sie sich auch gegenseitig vergeben. Kommt mit. Rennende Rebhühner. Sieht aus, als ob Papi Gargamel schlafen würde. Diese Karte zeigt ganz genau, wo das Picknick stattfinden wird. Wir lassen sie hier und so wird er erfahren, wo er suchen kann. Das ist mal wieder typisch für mich. Ich habe jede Menge Schwächlingssamen gefunden, aber nicht ein einziges Feiglingsblütenblatt. Ich hoffe, dass meine Formel auch so funktioniert. Was ist das? Sieht aus wie eine kleine Landkarte. Die muss ich wohl heute Morgen diesen kleinen Schlumpflingen gestohlen haben. Endlich eine Karte, die mich zu ihrem Dorf führt. Oh, und es tut so gut, böse zu sein. Ach, die paar fehlenden Feiglingsblütenblätter werden meiner Formel bestimmt nichts ausmachen. Na, endlich, du Zwergengehirn. Ja. Die Zeit der Schlümpfe wird bald abgelaufen sein. Ich gehe jetzt los, um meine niedlichen kleinen Freunde aufzusuchen, die Schlümpfe. Es funktioniert, glaube ich. Wenn ich dort angekommen bin, werde ich diese fiesen kleinen blauen Dinger frikassieren. Ja, ihr freundlichen kleinen Schlümpfe, ihr seid ja so edel. Das werde ich dir nie verzeihen. Brauche ich gar nicht zu bemühen. Hüpfende Hampelmänner. Wenn Papa Schlumpf herkommt und das sieht, wird es ganz und gar nicht mögen, wie ihr Schlümpfe hier miteinander umgeht. Juhu, Schlumpfe, ich bin hier. Oh je, hab ich was Falsches gesagt? Papi Gargamel, keine Sorge. Wir spielen nur Verstecken und Schlumpfen. Oh toll, das klingt lustig. Dann rennt los, ihr Süßen, und versteckt euch. So, ich komme, ob ihr fertig seid oder nicht, ihr kleine blaue Pest. Bist du nicht glücklich darüber, dass wir Papi Gargamel zum Spielen eingeladen haben, Schlaubi? Ihr habt ihn eingeladen? Habt ihr euren Verstand verschlumpft? Ich sage dir, Sassette, Papa Schlumpf wird nie und nimmer etwas spielen mit Gargamel. Schlaubi, Papa Schlumpf sprach von Vergeben und Vergessen. Warum also sollen wir nicht Gargamel vergeben? Hab ich dich! Oh je, jedes Mal werde ich beim Versteckspielen zuerst entdeckt. Du Ernster, dann kriegst du von mir noch eine Chance. Lauf los! Oh, toll, du kannst ja richtig nett sein. Ja, macht das nicht Spaß, Gargamel? Oh ja, das macht es. Ich liebe es, mit euch kleinen Schlümpfen Gargi Rückenreiten zu spielen. Aber jetzt fangt ihr Widerlinge an, mich zu nerven. Ich bekomme nämlich Rückenschmerzen. Yeah. Das war lustig. Lustig? Ich habe jetzt nur noch zu einem Lust, zum Essen. Eine gute Idee. Kommt, Schlümpfe, lasst uns essen gehen. Hier geblieben, ihr blauen Appetit hatten. Wartet auf mich, ihr freundlichen kleinen Spielkameraden. Toll, dass du hier bist. Schön, dass du endlich kommst. Ah, schön, dass du hier bist. Was hast du denn in deinem Picknickkorb? Oh, der ist ja völlig leer. Ist das so eine Art Witz? Ja, das ist ein Witz, aber auf eure Kosten. Ja. Schlumpf, juhu. Hey, spiel nicht so groß.
Großer Schlumpf, was macht denn Gargamel hier? Er spielt Papa Schlumpf, glaube ich. Das stimmt, Papa Schlumpf. Ich spiele und ich gewinne. Sag mal, wo hast du denn all die Schlümpfe gefangen? Da ist ja sogar der Kluge mit dem Bart dabei. Das war kein Problem, mein kleiner Freund. Dank deines Sprays bin ich so geschickt, rücksichtslos und vor allem böse geworden wie nie zuvor. Aber Papi Gargamel, das verstehe ich überhaupt nicht. Du bist doch so nett gewesen. Ich bin immer noch nett und sehr hungrig. Oh, das ist alles meine Schuld. Diesen Fehler werde ich mir nie verzeihen. Und ich werde mir nicht verzeihen, dass ich so viel Zeit damit verschwendet habe, dir nicht zu verzeihen. Oh, feier Handy, das werde ich mir auch nie verzeihen. Meine lieben kleinen Schlümpfe, denkt daran, ihr müsst immer vergeben und vergessen. Und wenn es euch auch noch so schwer fällt. Diese widerlichen Nettigkeiten verderben mir den Appetit. Los, Rotznase, fangen wir an, diese einfältig lächelnden Schlümpfe anzubraten. Ich soll sie anbraten? Ich denk ja nicht dran. Was denn auch noch, feige, du Spatzenhirn? Sei einfach so erbarmungslos wie ich. Was du nötig hast, ist was von deiner eigenen Medizin. Oh nein! Das war aber nett von dir. Ich dank dir auch schön. Oh je, was für traurig aussehende Schlümpfe. Vielleicht wird euch etwas frische Luft aufheitern. Lauft schon, ihr Süßen. Eine Prise Salz, eine Messerspitze Zartmacher. Hey, sie entkommen! Rennt, meine kleinen Schlümpfe! Lebt wohl und verlauft euch nicht, ihr schnuckligen kleinen Blaumeisen. Du hast eine Meise, sieh nur, was du angerichtet hast. Ach, ich Dummerchen, ich bin untröstlich, Meister. Tut euch auch nichts weh. Was ist denn los, Gagi? Ich war immer sehr freundlich zu dir, aber jetzt ist es damit ein für alle Mal vorbei. Probleme verdoppeln sich, wenn der Zank nicht aufhört. Lass die Vergangenheit vergangen sein, denn was geschehen ist, ist geschehen. So, also sei den Schlümpfen vergeben und vergangene Probleme vergessen. Vergangenheit sind auch Jokis Pakete, denn sie stören den Schlaf. Oh. Na, Joki. Oh, was für eine lustige Art, das Picknick zu beenden. So hoffe ich also, dass jeder Schlumpf gelernt hat, zu vergeben und zu vergessen. Schlumpf-Hurra! Und dazu haben wir noch was gelernt, stimmt's? Ja, wenn man Papi Gargamel auch verzeiht, muss man wissen, er bleibt immer der, der war.